Im Schatten der Olivenbäume hieß es, Italien sei uneinnehmbar. Und herzlich willkommen, Leute. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Nun folgt die Schlacht Preußen gegen die Briten. Viel Spaß dabei. In den verschneiten Weiten der Taiga hieß es, Russland sei unbezähmbar. Achieved. Ja, und damit herzlich willkommen, Leute, zur Schlacht Preußen gegen Großbritannien, eine Belagerungsschlacht in Napoleon Total War. Ja, und ich dachte mal, wir spielen mal neben Rome 2 die ganze Zeit, spielen wir jetzt auch mal Napoleon. Ist ja passend, ist ja auch von derselben Reihe, also von der Total War-Reihe. Und drum legen wir doch mal los. So, ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall ordentlich rangeklotzt, sage ich mal. Wir spielen jetzt Preußen, wie ich schon erwähnt habe, und hier werden gleich die Briten ihre Stellung beziehen. Und ja, deshalb habe ich uns auch relativ viel Artillerie gegeben, beziehungsweise 3 Artillerie ist jetzt auch nicht so viel, aber weil wir jetzt halt in dieser Angriffsposition sind, müssen wir erstmal uns da irgendwie durchboxen und hier irgendwie ihre Belagerungsmauern zerstören. Und anders als bei Rome 2 ist es ja hier sehr... Also die ganze Kriegsführung ist natürlich anders, da wir jetzt hier Schusswaffen haben und nicht so aufeinander losgehen müssen wie bei Rome 2. Aber das werdet ihr sicherlich gleich sehen. Ich stelle jetzt erstmal meine Truppen, oder besser gesagt unsere Truppen erstmal auf. Hab's jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt, aber ich denke, das kriege ich hin. So. Und die platziere ich mal hier oben. Das sind unsere Jäger. Beziehungsweise die schlesischen Schützen. Die können sich dann auch so ganz besonders verteilen. So. Ist alles ein bisschen eng hier, finde ich. Da können wir sie nicht aufstellen. Dann stelle ich die mal hier hin. So, einmal hier rüber, schnell. So, hier gibt es unsere Scharfschützen. Beziehungsweise die Jäger, genau. Die können sich auch hier so, weiter auseinanderstellen, dass sie sich halt so ducken und sich so ein bisschen ranpirschen, wie das halt Jäger auch tun. Und ja, dann würde ich sagen, die packen wir nochmal hier oben hin. Können da eigentlich auch gleich bleiben, weil es ist ja echt eine gute Position von da oben als Artillerie. Die vielleicht auch noch dahin. So. Was machen wir mit den Reitern? Da können wir natürlich auch so eine Rautenformation mal machen auf der Seite. Aber an sich sind wir hier gerade in einer sehr ungünstigen Position mit dem Aufstellen. Weshalb ich doch einfach mal das Gefecht beginne. So, auf in den Kampf. So, ihr seht schon, ich habe dem Gegner auch ordentlich Truppen besorgt. Der ist nicht ohne, auf jeden Fall. Ich mache erstmal nochmal Pause, damit wir unsere Truppen nochmal aufstellen können. Also die feuern ja schon. Das ist schon mal sehr gut. Was ist mit denen? Die können wir auch mal hinstellen, richtig. Richtig abstellen. Und hier unser General übrigens. Gebhard von Blücher heißt der, glaube ich. Ja, genau, Gebhard Blücher. Das ist unser General. Die Infanterie packe ich mal hier in die Wälder hin. Zwischen den Bäumen, weil da werden die weniger getroffen. So hoffe ich es zumindest. Bei Rome 2 ist das so, aber hier bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber eigentlich schon, weil die dann weniger sichtbar sind. Beziehungsweise die Bäume ja auch die Kanonen abfälschen oder halt da abprallen lassen. So, hier machen wir auch nochmal eine Rautenformation. Die lasse ich da am besten gleich mal stehen. Na, da will ich auch noch nicht die hinstellen. Wir sind ja relativ ungeschützt. Die stelle ich mal hier hin. So, jetzt hier über diesen Hügel. Das ist echt ein bisschen blöd, weil er da immer die Kamera so stoppt. So, dann schiebe ich die auch mal hier vorne gleich rein. Das sind unsere Elite-Truppen, die Garde-Infanterie Preußens. Also die müssen wir gut Acht geben, auf jeden Fall. So. Die stelle ich mal dahin. Perfekt.
Hier, die Jäger können auch schon mal in ihrem Wäldchen Stellung nehmen, beziehungsweise man könnte ja auch hier einmal rumlatschen, aber ich hoffe, dass nicht zu lange dauert, beziehungsweise ob das jetzt einen Unterschied macht. Ich gehe einfach mal mit denen. So, Defensivmodus muss ich auf jeden Fall ausschalten. Gucke ich nochmal, ob wir das auch haben. So. Defensivmodus ist aus. Die Garde-Infanterie schicke ich dann auch mal darüber. Oder ich könnte theoretisch auch die ganze Garde-Infanterie gleich darüber schicken. Dann würde ich sagen, die zwei kommen ja hier hin. So. Der dritte, die beiden kommen dann hier rüber. So. Dann haben wir da die und jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. Unseren General packe ich auf jeden Fall erstmal hier hinter, nicht, dass der dann noch von der Kanone getroffen wird. Weil in dem Spiel ist es ganz besonders so, dass wenn unser General früher stirbt, dass der dann, dass die Moral der anderen Mitstreiter unserer Soldaten eben total senkt, sinkt, das senkt unsere Moral total und deswegen ist es gut, dass wir erstmal auf den aufpassen. Nicht, dass denen mal was passiert. So, die andere Garde-Infanterie packe ich auch mal dahin. Die andere Garde-Infanterie, genau. Und hier nochmal die Scharfschützen. Also wie gesagt, wenn der General stirbt, dann ist eigentlich dieser Moralbalken hier gleich so schlecht. Deswegen passen wir lieber auf den auf. Und dann machen wir einmal weiter. Sir, unser General wird angegriffen. Ja, der kriegt schon auf die Mütze hier, der Gute. Deswegen kann er sich auch mal ein bisschen schneller bewegen. Es sind nur noch 10 von 18, also das ist schon eigentlich blöd, dass der da schon so am Anfang steht, aber okay. Die können relativ langsam marschieren, die haben mir da eigentlich die Ruhe weg. Die lasse ich mal lieber ein bisschen schneller marschieren, weil die hier sind auch mitten im Schussfeuer. Die hier auch übrigens. So. Die kommen dann sozusagen von hinten. So. Und die können dann auch mal rennen. Und die sind ja hier schon fleißig am Feuern. Auf jeden Fall. So, auch mal abpotzen bitte. Und dann Feuermarsch. So, die müssen jetzt aber auch mal ein bisschen sich sputen. Ach, hier holt er schon welche raus. Was will er denn, was hat er denn mit denen vor? Aber die stehen hier schon mal alle ganz artig. Und warten auf uns. Ja, ich hoffe jetzt gerade, dass wir hier irgendwie erstmal eine Wand kaputt schießen können, damit unsere möglichst nicht auf die Mauern klettern müssen. Und dann kommen wir gleichzeitig mit den anderen hier um die Ecke, sodass wir nicht nur von einer Seite kommen, sondern gleich von zwei Fronten angreifen. So, das ist gerade so der Plan. So, also schießen wir mal hier gegen einmal auf die Seite. Welche Kavallerie war das? Ach ja, die kann auch mal dann hier rüber schießen, damit wir das schön beschädigen. Und ja, am besten alle drei gleich auf die eine Seite hier. So, perfekt. Jetzt holt er hier noch seine Kavallerieeinheiten. Okay. Dann sollten wir die vielleicht auch mal ein bisschen nach vorne bringen. Nicht, dass die dann noch hier unsere Infanterie angreifen. Unsere Jäger sind auf jeden Fall da schon mal gut gesichert. Ich könnte ja hier nochmal Pfähle einsetzen. Die können nämlich solche Pfähle aufstellen, damit eben die Kavallerie da nicht durchkommt. Das kann er gleich mal machen. Was hat er jetzt vor? Hier kommt er auch mit Gewehrschützen, Scharfschützen. So, passen wir mal auf jetzt hier. Was hat der Gute vor? Mache ich mal die Quadratformation. Mit beiden am besten. Genau. So, dann rennen die mal ein bisschen nach hinten. Stellen dann auch mal Pfähle auf. Einfach um sich dahinter ein bisschen zu verschanzen. So, stopp, stopp. Hier auch nochmal die Quadratformation.
So, gegen die Quadrantformation hat echt so eine. Die ist echt sehr nützlich gegen Kavallerie. Das muss man einfach sagen, weil die haben dann meist echt gar keine Chance mehr. Ihr seht das ja hier schon, wie die sich schnell positioniert haben hier. Und natürlich Stil echt hier immer mit der preußischen Flagge in der Mitte. Ist immer einen, der die Fahne hält, sozusagen. So, jetzt kommen die aber noch von der Seite an. Deswegen stelle ich die mal wieder in Position oder bringe die wieder in Position, genau. Das kann ich wohl erst, wenn Play, genau. Ich denke mal, die schaffen das auch alleine, die hier Platz zu machen. Wenn, können wir noch mit denen mal nachmarschieren. Wobei, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Die werden damit schon zurechtkommen, hier mit den 38 Reitern. Da brauchen wir nicht unsere Reiter irgendwie zu gefährden. Die haben auch echt hier die Ruhe weg, ne? Die, wenn man hier nicht auf das Laufen klickt, bewegen die sich keinen Zentimeter. Oder werden auch nur sehr langsam. So. Schön mit dem Rauch dazu hier. Gegen Qualm. Das ist natürlich dann ein ganz anderes Spielfeeling, als es bei Romance der Fall ist. Ah, wäre ja auch langweilig, wenn alles dasselbe wäre. Also, gucken wir mal am besten, wie weit die jetzt hier schon gekommen sind. Die können auf jeden Fall mal weitergehen. Die habe ich jetzt ganz vergessen, zwischenzeitlich. Dann lasse ich die auch mal kurz rennen. Also, die KI ist hier auf jeden Fall gerade sehr, sehr dumm. Ich weiß nicht, warum die gerade aus ihrem Vor, aus ihrer Festung hier so rauskommen, aus ihrem Vor. Und was soll das hier überhaupt? Seltsam, seltsam. Lass ich die mal feuern. Umso besser für uns. Wahrscheinlich kommen die alle runter, weil das Vor hier brennt, aber sie könnten sich ja theoretisch auch hier hinter verstecken. Also, ist gerade etwas komisch, was die da machen. Aber wie gesagt, das Spiel ist von, oder habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, das Spiel ist von 2010. Und deswegen sollten wir da mal ein Auge zudrücken. Also es ist schon etwas älter, das Spiel auf jeden Fall. So, die Gewehrschützen haben wir auch platt gemacht. Die flüchten auf jeden Fall schon mal. Sie könnten natürlich auch noch zurückkehren. Also mit der Zeit kann sich das auch wieder füllen, falls der Gegner hier am Gewinnen ist oder gewinnen sollte. Aber so wie es scheint, werden die erstmal davonlaufen. Die hier auch. So, perfekt. So, dann haben wir doch schon mal uns hier gut positioniert. Und wir können hier, würde ich sagen, mal mit denen hier hochklettern am besten. Macht mal Dampf, Leute. Weil sonst kriegen die das... Ich möchte das möglichst so haben, dass wir jetzt pünktlich kommen und hier nicht die sich gleich wieder positionieren können. So, rennt mal ein bisschen. Und die machen es hier natürlich ganz schlau, wirklich, sehr schlau. Wir mit denen auch mal ein bisschen vordringen, so, zack. Und die brauchen auch nicht mehr die Quadratformation, die Reiter haben wir jetzt platt gemacht. Kavallerie bringe ich mal hier. Ihr seht ja, wie schön wir die hier platt gemacht haben. Wo fliehen unsere Männer? Was ist da los? Wieso fliehen denn die? Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Mensch, wo kommen die denn plötzlich her? Die habe ich gar nicht mehr gesehen. Gleich mal mit den Reitern nachkommen, so. Also die habe ich überhaupt nicht gesehen, gar nicht drauf geachtet oder mitbekommen, überhaupt nicht. Also das war eigentlich ganz, ganz gut von dem Gegner. So, jetzt pirschen wir uns von hinten an. Pirschen wir uns von hinten an, so. Ja, die haben nochmal dazu gewonnen. Wahrscheinlich, weil unsere Gewehrschützen gerade geflohen sind, haben die jetzt wieder Mut bekommen und kommen wieder zurück. Fallen uns quasi hier in den Rücken. Aber ich denke, die sollten wir schaffen. Ich komme nochmal mit den Reitern hinterher. Können wir die gleich von hinten, von der Seite angreifen. So. Die haben das geschafft, okay. Können wir da auch mal reinmarschieren? Zack.
stelle ich die hier auf. Dann haben wir in jedem Wald so eine kleine Station an Rekruten, an Soldaten. Und ja, mal gucken, was jetzt hier passiert. Das Tor gehört uns! Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut, Leute. Wir haben jetzt schon mal das eine Tor hier erobert. Der Gegner hat hier völlig verpennt. Und wie es dann spannend weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Sei auch wieder mit dabei. Bis dahin. Cheerio!